Hallo, wie schön, dass du mich hier gefunden hast auf YouTube und auch hier im Sommerwald. Wahrscheinlich kennst du schon einige meiner bisherigen Videos und weißt, dass ich sehr, sehr gerne draußen in der Natur spiele, im Wald und auch am Meer. Was du aber noch nicht weißt, ist, dass ich mich auch mit Träumen beschäftige. Und so hatte ich vor kurzem einen Traum, dass ich ein Tutorial mache zu dem Stück Waldzauber. Die Idee fand ich sehr schön und habe sie gleich aufgegriffen und hier ist es nun, mein erstes Tutorial. Ja, zuerst möchte ich dir kurz erzählen, wie Waldzauber entstanden ist und dir dann die vier Griffmuster zeigen, mit denen du deinen Waldzauber spielen kannst. Denn Waldzauber ist so, ja, ich würde sagen, ein Improvisationsstück. Es gibt diese Muster, die du beliebig auf der Harfe rauf und runter versetzen kannst, die du unterschiedlich miteinander kombinieren kannst. Und so ist das Stück jedes Mal ein bisschen anders und immer wieder neu. Und das ist sowieso das, wo ich dich motivieren möchte und inspirieren, dass du deine Musik spielst, die Musik und die Klänge, die deine Ohren schön finden, die vielleicht kleinen Melodiefolgen findest, die dein Herz berühren, wo es hüpft und sagt, wow, das ist so schön, da könnte ich mich reinlegen. Ja, eigentlich sind diese Muster nur ein Baukasten, aus denen du deine Klangwelt bauen kannst und entstehen lassen kannst. Ja, Waldzauber ist vor ein paar Jahren entstanden, da hatte ich sehr viel Zeit und ich habe ja diese kleine Harfe, die Brian Boru Harfe, die ich mir umhängen kann. Und ich bin fast jeden Tag in den Wald, außer im Winter, hinausgegangen und habe die Lichtstimmungen genossen, die verschiedenen Jahreszeiten, die Tageszeiten. Das Einzige, was mich etwas gestört hat, ist, dass ich immer sitzen musste oder stehen bleiben musste zum Harfe spielen, denn ihr wisst es ja, wenn man was spielt, ein Stück spielt, dann muss man fast dauernd auf die Saiten gucken und das ist etwas schwierig im Wald mit Wurzeln und allem, dass man nicht hinfällt. Ja, und da habe ich überlegt, was könnte ich denn spielen, wo ich sehr, sehr wenig oder gar nicht hinschauen muss? Fast nicht. Und ich habe überlegt, welchen Griff kann ich am besten auf der Harfe? Und das ist bei mir der Quintoktavgriff. Und den kann ich in beiden Händen gut. Und dann habe ich angefangen herumzuprobieren. Und so ist Waldzauber entstanden. Ja, diese vier Griffmuster möchte ich dir gerne jetzt zeigen. Aber bevor wir losspielen, erzähle ich dir noch kurz, dass bevor ich mit den Händen an die Saiten gehe, ich immer kurz mich ein bisschen entspanne, ein bisschen runterfahre, mal fühle, wie fühle ich mich jetzt eigentlich gerade, wie fühlt sich mein Körper. Wie atme ich? Bin ich ruhig und entspannt? Oder bin ich mit den Gedanken noch irgendwo ganz anders? Wie fühlen sich meine Hände an? Sind sie entspannt? Es ist einfach schön, sich die Zeit kurz zu nehmen. Vergiss einfach alles, was du sonst in deinem Leben machst, denn jetzt spielen wir nur Harfe. Mein Waldzauber ist in F-Dur. Das heißt, die E-Klappe und die A-Klappe ist oben und alle anderen Klappen sind unten. Ja, und wie ich schon erzählt habe, ich habe zwei Quintoktavgriffe genommen, in jeder Hand einen. Für die, die noch nicht so lange spielen, erkläre ich mal schnell, was der Quintoktavgriff ist. Das heißt, du nimmst mit dem Ringfinger und dem Daumen die Oktav und der Zeigefinger legt sich auf die Quinte. Das heißt, von unten ist es der fünfte Ton dann. In meinem Fall, ich spiele eben in F-Dur, beginne mit D, es ist dann D, A und D. Die rechte Hand nimmt den Quintoktavgriff auf F, das heißt, das ist F, C und F. Bei Waldzauber ist es nicht so, wie du vielleicht sonst gewohnt bist von Stücken, dass die rechte Hand spielt Melodie, bleibt hier oben, die linke spielt die Begleitung. Nein. Beide Hände spielen gleichwertig miteinander, sogar ineinander. Und so ein bisschen Melodie darf mal die rechte spielen und mal die linke. Gut, dann legen wir mal die Finger auf. Das heißt, wir legen jetzt auf D, A, D und rechts liegt F, C, F.
Ich spiele jetzt, was ich sehr liebe, die Töne abwechselnd ab. Linke Hand, rechte Hand, linke Hand, rechte Hand. Wir beginnen mit dem linken Ringfinger, rechter Ringfinger. Linker Zeigefinger, rechter Zeigefinger, linker Daumen, rechter Daumen. Das hört sich, finde ich, einfach sehr schön leicht an. Vielleicht noch einmal. Vielleicht ist es am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, aber mit ein bisschen Üben geht das sehr gut und hört sich dann später so an. Mit diesem Griff bin ich jetzt einfach nach oben und nach unten gewandert. Es kann auch die linke über die rechte springen, zum Beispiel die rechte bleibt jetzt auf dem F und die linke greift A, E, A. Aber ich beginne immer mit dem linken Ringfinger, die ganze Zeit. Wir wandern weiter hoch, G und B. Und weiter. Jetzt käme rechts das E. Das klingt, dieser E-Akkord klingt in F-Dur einfach nicht schön. Den lasse ich immer weg und springe gleich drüber, worauf, wo wir jetzt wieder bei D und F sind. Ich kann natürlich diesen Griff auch nach unten wandern lassen. Ich spiele es immer zweimal hintereinander, das habt ihr wahrscheinlich schon bemerkt. Du kannst aber auch öfter spielen. Der Waldzauber-Grundgriff. Damit habe ich begonnen und ich glaube, die ersten Tage überhaupt nur mit diesen beiden Quintoktaven ineinander gespielt, auf der Harfe herumspaziert und im Wald herumspaziert. Dann der zweite Griff. Eine kleine Änderung, die linke Hand bleibt. Quintoktav von unten nach oben und immer beginne ich links mit dem Ringfinger. Die rechte Hand liegt genau da, wo sie vorher lag, aber die spielt jetzt eine Schleife. Nach oben, wieder nach unten, wieder nach oben und wieder nach unten. Das kannst du gerne erstmal alleine üben, ohne die zweite Hand. Dann bauen wir die wieder ineinander, wieder abwechselnd, links unten beginnt. Ich mache es noch mal langsam. Da kommt am Schluss kein Daumen mehr. Durch das Runtergehen haben wir ja einen Ton mehr und sonst wird es zu viel, dann passt nicht in den Rhythmus hinein. Das Muster kann man natürlich auch versetzen. Könnt ihr schon mal ausprobieren, die beiden ersten Muster miteinander zu kombinieren. Mal das eine, mal das andere. Ich zeige dir jetzt das dritte Muster. Beim dritten Muster bleibt es dabei, die linke Hand geht einfach Quintoktav wie gewohnt nach oben. Die rechte Hand darf jetzt ein bisschen Melodie spielen, das heißt, die darf sich frei Töne suchen, die dir gefallen, die sie so findet. Und die linke Hand bleibt, ich lege sie jetzt mal aufs F. Und wir spielen wieder wechselweise und links unten beginnt, wie immer.
langsam. Ich wechsle. War das dritte Muster schon. Das vierte Muster. Jetzt darf die linke Hand mal was anderes tun. Wir setzen jetzt die rechte Hand im Quintoktavgriff auf. Die spielt nach oben und wieder runter. Diese Schleife, die kennst du schon vom zweiten Griff. Und die linke Hand darf sich jetzt Melodietöne suchen. Das kann sie hier dazwischen und oben. Probier einfach aus, was dir gut gefällt und was für dich schön klingt. Allerdings, damit es nicht ganz so einfach ist, spiele ich jetzt immer links einen Ton, rechts zwei, links wieder einen, rechts zwei. Ich mache das mal quasi trocken. Links, links, links. Links, 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 links. Okay. Das waren jetzt die vier Spielmuster für meinen Waldzauber, aus dem du deinen Waldzauber bauen kannst. Wenn du gerne Noten hast von diesen Griffmustern, die gibt es. Denn der Christoph Pampuch vom Harper Mundi Verlag hat es aufgeschrieben, wie viele andere meiner Stücke auch. Und das Heft heißt auch Waldzauber. Und ich habe unten im Text einen Link, da könnt ihr es gerne bestellen. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Und du hast ganz, ganz viel Freude beim Ausprobieren, beim Finden deiner Klänge. Sei verspielt, lass deine Finger wie kleine Schmetterlinge ganz leicht über die Harfe flattern. Entdecke deine Klangwelt. Ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar schreibst. Ich freue mich auch, wenn du mich abonnierst, falls du das noch nicht gemacht hast. Denn ich bin sicher, es wird noch weitere Tutorials geben und auch Musikvideos natürlich. Da ist schon wieder eins am Entstehen. Und wenn du Fragen hast, kannst du mir gerne schreiben. Ich sage jetzt einfach danke fürs Zuhören, danke für deine Aufmerksamkeit und ganz, ganz viel Freude mit deinem Instrument und mit deinen Klängen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.